Die Forschungsstation East Grip in Grönlands ewigem Eis. Wissenschaftler aus aller Welt wollen durch die Analyse von hier gewonnenen Eisbohrkernen mehr erfahren über den Klimawandel. An vorderster Front mit dabei Thomas Stocker, Klimaforscher an der Uni Bern. Die Eisbohrkerne haben zum ersten Mal die Gewissheit geliefert, dass das Klimasystem sehr schnell wechseln kann. Wir haben das gelernt aus verschiedenen Eisbohrkernen, schnelle Erwärmungen während der letzten Eiszeit. Wir haben auch gesehen, dass das Klimasystem sehr sensitiv reagiert auf Störungen. Wer Forschung auf internationalem Spitzenniveau betreiben will, der brauche Zugang zu Grönland, sagt Stocker. Denn dieses Eis und die darin eingeschlossene Luft seien ein einzigartiges Klimaarchiv. Die gewonnenen Eisbohrkerne werden zwischengelagert und dann in die ganze Welt verschickt. Wenige Tage vorher wird den Ilulissat über einen internationalen Research Hub in Grönland diskutiert. Das interessiert auch die Schweizer Politik, denn sie profitiert von der Spitzenforschung. Diese öffne der Politik Türen, etwa zum Arktischen Rat, einem Forum bestehend aus den Anrainerstaaten des Nordpols. Das EDA spricht von Wissenschaftsdiplomatie. Das eine ist, dass man versucht, mehr Politik zu machen, die eben wissenschaftsbasiert ist. Das heißt, wirklich die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu brauchen bei der Politikformulierung. Und das andere, vielleicht interessantere fast, ist, dass man die Wissenschaft auch braucht, um Leute um einen Tisch zu bringen, die vielleicht sonst nicht mehr unbedingt an den gleichen Tisch sitzen würden. Gemeint sind Länder wie die USA und Russland, zu denen die Schweizer Politik im Arktischen Rat Zugang hat. Gleichzeitig hat die Wissenschaft dank der Politik Zugang zu Forschungsfeldern wie Grönland und zu Geld. Am Ende profitieren also beide, Wissenschaft und Politik.